Hallo Leute, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge von Stardew Valley zusammen mit Devardruck. Hi. Und Suki. Hallo. Ich zeige hier mal auf Devardruck, der neben mir sitzt, und dann auf Suki, da zeige ich nur auf meinen Monitor. Achso, und ich bin übrigens auch da. Suki müsste einmal auf OK klicken. Jo. Das wäre dann okay. Okay. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Und wir machen weiter. Heute. Was denn? Steckst du aus dem Bett auf? Dude! Warum hörst du Tut? Achso. Ich hatte einen Boden nach hinten gesetzt. Ich komme aus dem Bett. Was? Was? Was war das? Ah. Ja, wo bist du? Du bist verschwunden. Ich bin jetzt beim Haupthaus. Ja. Ja, wegen des. Ich gehe mit Suki aus dem Haus raus und sie ist weg. So, Evelyn ist. Geisterfreundin. Evelyn ist meine geheime Freundin. Was mag denn Evelyn? Hasbrot. Ich hatte früher immer eine Mod dafür, die muss ich mir auch noch wieder installieren. Ich dachte, das wäre eine UI-Info-Mod mit drin. So, Leute, ihr müsst ganz kurz warten, weil ich muss gucken, was Evelyn eigentlich so Schönes mag. Evelyn. Stardew. Fanny. Oh. So. Evelyn is a villager who lives in Stardew Valley and is in charge of the town's flowers. Ja, okay. Das möchte ich nicht wissen. Ich möchte wissen, was sie liebt. Ete Chocolate Cake, Diamond. Oh, sie kriegt einen Chocolate Cake. Oder hab ich. Das andere habe ich alles nicht. Die Blumen. Blumen, ne? Weil, tatsächlich zu Weihnachten ist ganz gut, den Leuten was zu schenken, was sie mögen. Genauso wie zu ihrem Geburtstag. Von noch höherer Qualität gibt das noch mehr Punkte. Ja, zur Not kriegt sie einen Diamant ins Gesicht geklatscht. Haben wir irgendwas für Sam? Wieso? Hast du Sam als Freund? Ja. Was magst du? Sam mag Pizza, glaube ich. Ja. Ich kann sie kaufen. Das weiß ich auch noch. Pizza kannst du dir kaufen. Okay. Dann kaufe ich mir eine Pizza. Hä? Dann kaufe ich mir halt eine Pizza, ja. Wen hast du, Sam? Ja, Sam. Wen hast du? Ist Sam. Anruf von Sam, würde ich sagen. Kannst du dir zwei Pizzen kaufen gehen? Ey, Schnecke, kauf mal zwei Pizzen. Oder sowas in der Art. Die Pizzen kaufen. Weil ich jetzt Schnecke gesagt habe? Nein, das hat nichts zu tun, Leute. Ach so. Ich zeig die ganze Zeit stolz mein Schwert rum. Ich kann das Buch schon wieder nicht einsammeln. Ach, Bartrak. Die dummen Bücher einzusammeln. So, ich mach mal 40 Eisenbarren. Ah. Ah, nee. Nur 20. Das sind ja 2. Ich kann das Buch immer noch nicht einsammeln. Also, wenn jemand das Buch einsammelt, was da vor dem Buschstock rumliegt, ist das ganz gut. Okay. Konntest du es einsammeln, Suki? Nö. Doch, jetzt. So, das Eisen ist fertig und ich wollte... Die machen erst um... Der macht um... Der Saloon macht erst um 12 auf. So, ich habe jetzt genug davon, dann brauche ich noch... Ah, wir haben noch mehr Eisen. Achso, die Öfenbild wollte ich noch umstellen. Genau, kannst du jetzt machen? Ich hau jetzt mal nichts Neues rein. Ja, naja, ich muss sowieso nochmal gerade irgendwo rumrennen, ganz viel. Also kannst du jetzt nochmal eine Fuhre Gold reinhauen, wenn du möchtest. Gold haben wir nicht mehr, wir haben nur noch Eisen. Kein Gold mehr? Ne, 9 nur noch. Und 47 Eisen, jetzt lohnt sich dir also gerade nichts. Okay, was gut, dann brauchst du. Achso, du hast so viele Öfen gemacht. Stimmt, dann geht das noch schneller weg. Eben. Stimmt, ja. So. Das werde ich alles umstellen. Wir haben genug Geld da, das heißt, ich kann mir schnell meine Hacke abgeben gehen. Weil das schon ein bisschen eine Arbeiterleichterung ist. Ab in die Stadt. Übrigens, nach dem ersten Jahr werden die Rohstoffe bei Clint und bei Robin teurer. Ja, nicht, dass wir da jemals was gekauft hätten. Nee, habe ich auch nie gemacht, aber. Klonk. Mülltonne getreten. Das lustige Mülltonnen-Treten-Spiel. Ich schaffe es, die meisten Mülltonnen zu treten, ohne erwischt zu werden. In der kürzesten Zeit. Wir gehen früh um 6 los und jeder tritt die Mülltonne. Nee, und früh um 6 macht ja keinen Spaß, wenn man um 12 los. Nee, Abend um 6, da ist am lustigsten. Wenn alle Leute nach Hause gehen, ja. Nee, wenn alle zur Bar gehen. Achso. So. Ich glaube, da sind die meisten Leute unterwegs. Zack.
Das sollte jetzt reichen, ne? So. Jetzt habe ich 30. Ich habe jetzt erstmal genug, um kleine Sprinkler auszulegen. Und achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, aber das ist blöd mit den Bewässern dann. Dann müsstest du nur 3x3, das würde gehen. Hm? Mit den Dingern hier, mit den. Weil du gesagt hast, hier so ein Dreierfeld. Ja. Gut, wenn du hier einen hinsetzt und da einen hinsetzt, dann könnte es gehen so, aber. Das ist schwieriger mit dem. Ja, ja, nee, das ist schon in Ordnung. Aber so. Ist gut. Ich mache hier mal. Warte mal. Ich werde die Öfen übrigens oben zur Höhle hinbringen, zur Pilzhöhle. Okay. Da sind sie zwar ein bisschen weiter weg, aber da habe ich genug Platz. Okay. Nur mal jetzt, wenn du jetzt die Felder planen willst, dass du vorher Bescheid weißt. Und Suki? Ja. Hast du jetzt schon Pizza gekauft? Nö. Gut, dann mach du könntest das doch machen. Ja, ja, nee. Ich mach das jetzt so. Ich stehe hier und angel. Genau, das machst du gut. Spaghetti. Pizza. Pasta. Danke. So Leute, guck mal. Alles abgedeckt hier. Ich habe sogar die Vogelscheuche oben noch mit benutzt, die da bei dem, an meinem Haus stehen. An deinem Haus stehen. Die kannst du da nicht mehr kauen. So, 1, 2, 3, dahin. Also, du kannst schon mal groß, solltest du treffen. So, wir machen die Felder hier erstmal wirklich nur dieses Feld, was wir hier als Felder haben. Und den Rest können wir irgendwie schön machen oder so. Ja, ich weiß, du bist auf keine Krähen getroffen. So. Das ist unsere zwei großen Felder. Und dann können wir hierhin die anderen setzen. Das heißt, 1, 2, 3. Genau, nimmst du die raus? Oder? Ja, aber eigentlich liegen noch die, am Weg waren, wollte ich jetzt eigentlich. Ja, genau, das reicht ja. Erstmal. So. Ja. So, jetzt müssen wir gucken. Das gefällt mir nicht. Machen wir hier einen zwei breiten Weg oder setzen wir die schräg? Weil schräg setzen finde ich doof. Die Bäume stehen blöd da unten. Können wir den? Wir machen den Weg hier weg. Wir machen den anders. Ich weiß, das sieht gleich so ein bisschen vielleicht doof aus, aber. Welche die Bäume bei mir hier? Die Bäume mit den Teppern dran. Die können wir auch wegsetzen sonst. Ich hatte die damals nur da hingesetzt erstmal. Also, mach dir wegen dieser Bäume keine Sorgen. Die darfst du gerne wegreißen. So. So. Mir ist auch gefallen, man kann, wenn man unten an Sachen lang geht, einfach gedrückt halten und langlaufen mit dem Maus. Wenn du von oben langläufst, auch. Nein, von oben geht das nämlich nicht immer. Und deswegen habe ich angefangen, die Sachen immer so hinzustellen, weil nach der Seite geht es immer. Wenn du in die Richtung guckst. Wenn du mit der Maus spielst, ja, wenn du mit Controller spielst, geht es immer von oben. Fand ich eigentlich immer funktioniert. So, und dann kommt hier vorne der hin und auf der anderen Seite kommt die Kiste hin. 1, 2, 3, 1, 2. Passt. Sogar mit dem hier. So. Und ich habe die Hacke jetzt natürlich nicht da, um das da wegzumachen. Das ist nicht so schlimm. So. 3. Das ist lustiges Farmplanning. Wo haben wir eigentlich den Sirup? Nein. Nee, nicht da. Da. Bei den Handwerkswaren. Ja. So, hier hast du gerade irgendwas gesagt? Ja, ich habe nur gesagt, weil mein Fischchen kommt. Wie kann er nur? Ja, das finde ich auch schon ziemlich dreist vom Fisch. Ich habe noch 3 Felder übrig. Ich könnte die einfach da unten mit dran setzen. Und das hier doch ein bisschen anders machen. Dann passt das nämlich genau. Nicht ganz, ein bisschen. Das ist so nicht groß, da, sondern da. Zu rot. Es gibt nicht das richtige Rot. Nee, dann nehme ich das doch.
Willst du rot für eine Feuerkiste machen? Nein, ich wollte eigentlich die gleiche Farbe wie den Charcoal Kit machen. Achso. Aber ist nicht. So, drei. So. Das wird hier unsere Kaffeeplantage, die nach und nach noch aufgefüllt wird. Oh, verdammt. Dann mach das hier woanders hin. Du kannst auch die ganzen Öfen da runterpacken eigentlich, aber okay. Da hätten wir auch Platz. Das war falsch. Oh, zack. Also, achso, jetzt kannst du die Kiste auch draufsetzen, wenn du willst. Nee, das sieht scheiße aus, wenn man den Weg hat. Ja. Du kannst auch den Charcoal-Kill und dann hier rüben hinsetzen. Ja, das kommt einfach hier rüben hin. Da können wir vielleicht noch ein paar andere Charcoal-Kills dran machen. Mhm. So. Da können wir schon mal unsere Sprinkler hinsetzen. Kann ich Charcoal-Kills bauen? Ja. Gold und Holz. Wir brauchen da einen. Nein. Genau. 1, 2, 3. Das heißt 3 Goldbarren. Und wie viel Holz? So. 60 Holz. Das und das und das und das und das. Und ist ja schon wieder spät geworden, ja, ja. Heute hier. Wir haben halt nichts geschafft, so groß. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Und heute war noch richtig also, gutes Glück. Suki holt gerade das ganze Geld rein. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Damit bin ich einverstanden. Darfst du, Suki? Yay! Du darfst das Geld reinbringen. Bin ich nicht großzügig? Ist das wunderbar mit dir? Das höre ich gerne. So. Ich fühle mich verfolgt. Was? So, es ist schon wieder spät. Spät? Ja, 22:30 Uhr. Ja, ich geh schlafen. Wo gehst du schlafen? Bei mir. Das war das erste Haus. Mensch. Bum, 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 bum. Oh, nächsten Tag ist Winter. Weihnachten. Weihnachten! Ich hab übrigens mehr Geld dran gemacht heute. Ha! Angeber, Leute, Angeber! Ich hab kein Geld reingemacht. Da kann ich heute gar kein Kaninchen kaufen, oder? Ich wollte eigentlich Kaninchen kaufen. Kaninchen? Oh. Ah, heute ist Feast of the Winter Star. Ich wollte heute. Ja, heute ist eh nur normales Glück. Ich will nämlich, wenn nochmal. Achso, Suki. Hm? Warte, kannst du bitte da oben nochmal die Dings hinsetzen? Dings? Die Lightning Rods. Ach, die stehen schon mal unten bei mir. Achso, okay. Dann kannst du. Also kannst du auch da stehen lassen. Ja, weil die das andere Auto drin, weil ich es in der Tasche noch hatte. Ist das alles abgedeckt mit Vogelscheuchen? Nee, das muss ich noch machen. Wir haben ja theoretisch genug Vogelscheuchen, wenn du die nicht alle irgendwie an mein Haus stellen würdest. Ja. Ich glaube, haben wir noch Vogelscheuchen? Eine haben wir noch. Ja. Und eine kannst du oben wegnehmen. Ich nehme mal die da weg. Ja, das ist alles mehr als genug. Mopper ist empty? Deckt. Okay, wir haben noch 3 Tage, das reicht noch aus. Was ist empty? Der Hopper. Ja, aber wir haben noch genug in der Kiste. Ja, aber das reicht auch so aus. 3 Tage. 1, 2, 3. Ja. Die überleben das schon. So? Es wird danach ja auch nicht gleich 3 Tage regnen. So, dann. Sam kriegt jetzt 2-mal Pizzas. Krass. Das und ich glaube, die hier. Na toll, das ist gut gemacht. Können wir weiter darüber stellen, damit die alles abdeckt? Okay. Oh. Ich muss ihn abkühlen. Nicht, dass er wieder dann isst.
dass er dann sich den Mund verbrennt. Ja, das wäre schrecklich. Wann fängt das Fest an? Erst abends. Ach, erst abends? 17 Uhr oder so, glaube ich. Aber ihr könnt nicht in die Stadt. Dann gehe ich nochmal in die in den Wald und hol nochmal Hartwood. Los, rennen sie alle. Ach, es hat begonnen. 9 Uhr geht's los. Ihr hättet übrigens auch unten lang gehen können. Das wäre so einfach. Das sah sehr schön aus, Leute. Ihr merkt schon, zu dritt macht es gleich doppelt so viel Spaß. Wer findet Sam zuerst? Suki hat ihn zuerst gefunden. So, ich wollte zum Baum gehen. Wow, was Suki? Alter, was war denn mit Suki los? Wo ist sie hin? Suki, wo bist du? Bei mir krieg ich gerade mein Geschenk. warum? Ah, durch die Cutscene. Ja, weil meine Cutscene dann kurz telefoniert wird. Ja, okay. Das sah sehr lustig aus. Ich hab von Vincent was gekriegt. Evelyn, ihr geheimes Geschenk geben. Schokoladentorte. Oh, du bist es also. Oh, Schokoladentorte, oh, danke. Eine Rainbow Shell, die ist nicht schlecht. Warum, jetzt bin ich teleportiert. Da ist eine Suki, wer aufgetaucht. Oh, ich krieg was von Major Lewis und was rennt hier einfach aus mir raus? Hi Fox, ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Hier, pack es aus. Hey, Suki. Hi. Na, was machst du hier hinterm Baum? Oh, ich habe einen Smaragd bekommen. Jetzt kommt ein dummer Spruch gleich. Du hältst Smaragd und er so, es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Alter, es ist ein fucking Smaragd, ein Edelstein. Und was macht ihr da hinter dem Baum, bitte schön? Was? Gar nichts. Nichts? Alles gut. Ja, ich höre das. Könntet ein bisschen leiser sein, Leute. So, das war Weihnachten. Geschenknachten und jetzt können wir gehen und schlafen gehen. Yay. Das war ein kurzer Tag. Moment, wir müssen noch was verkaufen. Ja, ich verkaufe was. Das ist eine... Auf einmal Abend! Das ist eine kürzere Folge geworden, Leute. Weil Schenknachten. Irgendjemand hat da Sachen falsch... Sag mal, Suki. Warum liegen hier Schwerter drin? Und warum liegt da eine Geode drin? Die Geoden und die Schwerter, weil die Schwerter müssen wir verkaufen, gehören alles hier oben in die Kisten. In die Kiste, die direkt am Eingang ist. Du hast sowas von recht. Natürlich! Tut! Ich verstehe es, das Problem nicht. Ich auch nicht. Soll ich mich auf Ja klicken? Solltest du. Ja. So! Das war's auch schon wieder mit Weihnachten. Weihnachten ist vorbei, mitten im Juli. Und deswegen würde ich sagen... Ach, so viel Geld zu Weihnachten gemacht. Ja, Weihnachtsgeld sozusagen. 432. Nicht auf OK klicken. War's das für heute, Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.